Du möchtest wissen, was 8 plus 7 ergibt. Du kannst dir 8 Tomaten vorstellen, denen du 7 Blaubeeren hinzufügst. Und dann fragst du dich, wie viele Früchte das zusammen sind. Wie immer bitte ich dich, die Pausetaste zu drücken, um selbst darüber nachzudenken. Hast du schon eine Idee? Jetzt mache ich es mit dir zusammen. Also, zunächst möchte ich Früchte hinzufügen, bis ich auf 10 Früchte ergänzt habe. Danach will ich herausfinden, wie viel mehr Früchte übrig sind, um tatsächlich alle 7 addiert zu haben. Lass die Tomaten kommen! Eine Tomate, 2 Tomaten, 3 Tomaten, 4 Tomaten, 5 Tomaten, 6 Tomaten, 7 und 8 Tomaten. Zu diesen 8 Tomaten kommen nun 7 Blaubeeren. Achtung, fertig, los! Eine Blaubeere, 2 und jetzt erst einmal Pause. Ich habe bereits auf 10 ergänzt. Ich habe nur 2 Blaubeeren addiert und ja, es sind noch mehr übrig, uns hinzuzufügen. Aber es haben nur 2 Blaubeeren gefehlt, um eine 10er-Gruppe aufzufüllen. Jetzt, da du schon 10 Früchte hast, weißt du schon, dass du eine 10er-Gruppe komplett hast. Du kannst hier schon eine 1 schreiben, hier oben. Das Ergebnis wird zweistellig und die linke Ziffer muss eine 1 sein. Aber vergiss mir mal die Blaubeeren nicht. Also 2 sind schon hier, dazu kommen die dritte, die vierte, die fünfte, die sechste und die 7. Blaubeere. Hier sind deine 10er-Gruppe und zusätzlich noch einzelne Blaubeeren. Die 10er-Gruppe ist hier schon durch die 1 dargestellt. Bei der zweistelligen Zahl ist die linke Ziffer eine 1 und damit in der 10er-Stelle. Sie steht ganz in echt für eine 10er-Gruppe. Diese 10er-Gruppe hier. Und wie viele Früchte mehr hast du? Na, lass mal zählen. 1, 2, 3, 4, 5 Beeren. 5 Einer. Also, du hast hier eine 10 und dort 5 Einer. Was macht 8 plus 7? Es ist 15. Nur noch einmal zur Erinnerung, was 15 bedeutet. Die 1 in einer 15 steht für eine 10. Ich schreibe das noch einmal auf. Sie steht für eine 10. Und die 5 für 5 Einer. Also plus 5 Einer. Anders aufgeschrieben, ein Zehner bedeutet 10 und 5 Einer bedeutet plus 5. 8 plus 7 ist 15. Das wollte ich mit dir in diesem Filmchen herausbekommen, aber genialerweise haben wir dabei genauer betrachtet, was 15 bedeutet. 15 steht für einen Zehner und 5 Einer oder auch 10 plus 5.